Fender Vintera 2 Series. Und bei Fender geht es naturgemäß um Historie. Natürlich, Fender ist vielleicht die geschichtsträchtigste Firma neben Gibson überhaupt, wenn es um E-Gitarren geht. Und natürlich widmet sich Fender dann auch gerne historischen Modellen, schon immer. Und natürlich auch in verschiedenen Serien, ne? Und da wird es manchmal so ein bisschen unübersichtlich. Und da verweise ich ganz gerne mal auf unseren großen Serienüberblick, den ich auch schon wieder vor längerem mal aus dem Boden gestampft habe hier im Videostudio. Und mittlerweile sind ein paar Serien dazugekommen, zum Beispiel auch die Vintage 2 Serie aus USA. Und natürlich war es nur eine Frage der Zeit, dass dann irgendwann auch die mexikanische oder der mexikanische Ableger der Vintage Serie, die Vintera, auch geupdatet wird. Ja? Und heute ist es soweit, ich zeige euch die ersten 5 Gitarren aus der Vintera 2 Series. Und natürlich auch pünktlich zum Release. Ja, das soll natürlich so sein. Das heißt, ihr könnt natürlich alle Modelle auch unter dem Video erspähen und euch anschauen. Aber jetzt vor allen Dingen erstmal hier im Video. Ja. Und diese wunderbare 60s Strat klingt phänomenal. Es ist echt der Hammer. Also neue Pickups, wie immer, ne? wenn Serien geupdatet werden, werden immer auch die Pickups geupdatet. Und sehr, sehr feines Halsprofil, 60s C. Ist vielleicht ein ganz kleines bisschen dicker in der Mitte hier als die Vintera 1. Aber vor allen Dingen der Sound, gerade wenn es um Strats geht, ist natürlich alles irgendwie totales Klischee. Ne? Allein, was ihr jetzt im Intro gehört habt, völliges Klischee, Strat. Jeder kennt einen Strat-Sound. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch deswegen so geil. Ja, weil einfach Strat-Sounds so allgegenwärtig sind und einfach so Porno klingen. Liegt natürlich an der Bauform und natürlich an diesen 3 Single Coils, die ich auch im Intro jetzt über den 5-Wegschalter wunderbar verschaltet habe. Einmal einzeln, einmal als Zwischenposition und da kriege ich halt diese Porno-Sounds. Das ist echt der Hammer. Voll geil. Vielleicht auch mal cleaner, ja? Auch Hammer. Voll geil. Natürlich ist immer die Frage, warum gibt es denn so viele Fender-Serien? Ja, und was soll jetzt American Vintage 2... Vintera, was ist denn jetzt Vintera? Natürlich geht es immer darum bei Fender, dass einfach verschiedene dass gleiche Gitarren oder ähnliche Gitarrenmodelle in unterschiedlichen Preisklassen angeboten werden. Ja? Und entweder etwas moderner mit moderneren Features oder eben Vintage-orientiert. Ja? Und sowohl die Vintage 2 Serie aus USA als auch die Vintera 2 aus Mexiko widmen sich praktisch den historischen Vorlagen. Ja? Und da geht es natürlich naturgemäß um eine 60er Strat, die es übrigens auch in Lake Placid Blue und Olympic White gibt. Da freue ich mich sehr drauf, weil das sind wirklich 2 der geilsten Farben überhaupt. Hier haben wir es zu tun mit Dreiton Sunburst. Und es ist ganz witzig, ich erinnere mich, mein Gott, das ist auch schon wieder irgendwie fast 30 Jahre her. Damals gab es die Mexico Classic Series, glaube ich. Gab es das 50er und 60er Modell.
Und das war auch schon so ein Geheimtipp. Da konnte man sagen, okay, nimmst du halt eine amerikanische oder nimmst eine mexikanische. Waren damals auch sehr, sehr geile Gitarren. Klangen auch vergleichsweise okay. Ja? Und so geht es immer weiter. Ne? Also aus Mexiko Classic wird dann irgendwann Vintera 1 oder jetzt ab heute Vintera 2. Und alles durchlebt so eine Evolution. Ja? Obwohl man sich ja immer wieder um die gleichen Gitarren kümmert. Das ist irgendwie das Witzige daran. Ja? Aber natürlich will man auch als preisbewusster Gitarrenkäufer eine Gitarre bekommen, die geil klingt und die ihr Geld wert ist. Ja, insofern gibt es immer auch eine Modellpflege in den mittleren und unteren Serien. Zuletzt auch die Sonic Series von Fender, die ich euch auch gezeigt habe, wo auch viel passiert ist. Und jetzt natürlich auch in der Vintera 2 Serie. Wie gesagt, in Lake Placid Blue und Olympic White. Und zur Rosewood Strat gehört natürlich immer auch eine Maple Strat. Natürlich. Wie kann es denn anders sein? Und wie könnte Fender eine andere Farbe im Angebot haben als schwarz? Als diese Blackie, natürlich bekannt als Clapton Strat, Maple Neck. Schwarz gibt es übrigens in Farben in Two Color Sunburst und Ocean Turquoise. Ja, also sehr, sehr geile Farben. Vor allen Dingen Ocean Turquoise ist eine sehr, sehr seltene Farbe. Und völlig anders im Ton. Ein bisschen dreckiger und nicht ganz so feinzeichnend. So beschreibe ich auch immer Maple Strats im Vergleich zu Rosewood Strats. Ich sage immer, Maple Strats sind erdiger, sind knochiger, sind von mir aus auch bluesiger in gewisser Weise, dunkler, filziger und Rosewood Strats sind halt breitbandiger und glasiger und twangiger und vor allen Dingen auch heller. Ja? Liegt natürlich am etwas härteren Rosewood im Vergleich zu Maple. Habe ich schon tausendmal gesagt, aber jetzt heute ist es wirklich auch nochmal sehr stark hörbar. Und natürlich auch verschiedene Pickups, ne, bei beiden Modellen am Start. Einmal hier mit 60s Voiced Pickups bei der Rosewood Version, beziehungsweise 50s Voiced Pickups bei der 50s Version. Ist auch ein bisschen leiser, hat ein bisschen weniger Ausgangsleistung, was mir sehr gut gefällt. Ja. Ist schon witzig, ne? Dass so geil klingen die Gitarren aus Mexiko. Da bin ich auch immer so ein bisschen schnäubig. Denke mir so, na, USA und so weiter, komm, wir hören uns mal die Vintage-Serie an oder Vintage-2-Serie an. Aber vielleicht mache ich mal ein Vergleichsvideo Vintage oder vielmehr so American Vintage gegen Vintera 2. Wäre doch auch mal eine Geschichte. Aber auf jeden Fall volle Punktzahl, Maple Neck oder auch eine super geile Gitarre hier, Thinline Maple Neck. Was ein Schmuckstück. Wie geil ist das denn? Ihr seht hier die sogenannte Soundkammer, wenn ihr so wollt. Gibt es übrigens in den Farben Three-Tone Sunburst oder Schwarz. Ja? Und das ist auch ein super geiler Gitarrenton. Ein bisschen hohler, man hört es auch sofort. Ne? Geil, ne? Hier oben der Ton.
völlig anders als die Strat, völlig anders. Voll geil. Ist ein bisschen weicher als eine normale Telecaster. Liegt natürlich daran, dass dieses Soundhole mithilft. Das ist natürlich keine halbakustische Gitarre. Ja? Ich meine, die Brücke ist natürlich auf dem Block drauf. Wenn Peter mal hier reinfilmt, vielleicht kann er sogar die Esche mal reinfilmen. Da kann man die Esche ganz gut sehen. Esche-Body mit einem One-Piece-Maple-Neck. Deswegen One-Piece, weil kein Griffbrett aufgeleimt wurde, beziehungsweise der Halsstellstab ganz pflichtbewusst hier hinten eingeleimt wurde. So gehört sich das. Auch die Mechaniken sind vintage korrekt. Das ist schon geil. Also das ist echt super geil an Fender. Die richten sich echt an die Leute, die sagen, komm, ich will gerne eine historische Gitarre kaufen, aber muss ja nicht gleich mein Auto dafür verkaufen. Ja, das ist ja immer so ein bisschen das Thema, warum zeige ich so teure Gitarren in den Videos und so weiter, völlig ohne Scham. Und heute gibt es halt mal eine Medium Price-Serie. Ja, vor allen Dingen auch zum Launch der Gitarre. Ne? Also Fender Vintera 2 und natürlich auch die 60s Tele in diesem Sonic Blue. Gibt es auch ein Fiesta Red und klingt wieder völlig anders als die Thinline. Ja? Gesagt, Olli, immer wenn du eine Tele spielst, klingt es wie Strat. Ist vielleicht auch so. Ne? Auf der anderen Seite klingt diese Tele einfach heller und spankiger als zum Beispiel die Thinline von eben. Ne? Das könnt ihr hören und das ist natürlich auch irgendwie auch der Sinn der ganzen Serie, ne? Dass man sich ein bisschen zurecht sucht oder sich halt die Modelle aussucht, die einem so liegen, vor allen Dingen auch halstechnisch. Ne? Weil hier habe ich es wieder zu tun mit einem 60er Jahre Hals, auch mit 60s Voice Pickups, aber vor allen Dingen auch vom Spielgefühl her ist natürlich der Hals entscheidend. Und das zeigt sich natürlich dann, wenn ich auf die 50s Snowcaster gehe, das ist ein richtiger durchgeschnittener Baseballschläger. Ja? So fette Hälse hat man selten und außer man bestellt eine Snowcaster aus dem Fender Custom Shop. Okay, bitteschön, hier gibt es eine Snowcaster aus Mexiko für ein Sechstel vom Preis. Ne? Das ist natürlich genau die Geschichte. Ne? Man kann schauen, ey, wie komme ich klar mit einer Gitarre mit einem fetteren Hals und vor allem, wie klingt's?
schon ist dieser holzige Grundton im Mittelpunkt und es gibt nicht mehr diese zitzeligen Rosewood-Höhen, alles weg. Ne? Also mega geil. Vor allen Dingen auch hier One Piece Maple Neck. Ne? Ihr seht es immer hinten an dem Skunk Stripe und an dem nicht aufgeleimten Griffbrett. Vor allen Dingen fett. Hier auch mit Erle Body. Ist jetzt Vintage nicht ganz korrekt, müsste eigentlich ein Asher Body ran, aber sei es drum. Natürlich genauso auch wie die 60s hier, Erle Body, aber mit Rosewood Griffbrett. Ne? Und das macht auch tonal einen so höllenriesen Unterschied, dass es mir auch immer Spaß macht, das nochmal zu zeigen. Oder natürlich nochmal die Rosewood-Variante, warum nicht? Das Witzige ist, dass das, bei mir ist es zumindest so, ihr könnt ja mal das Video schreiben, wie das bei euch ist, ja? Immer wenn ich eine Gitarre spiele, die in irgendeiner Weise klingt, passe ich so das, was mir so einfällt, oder das, was ich so spielen will, irgendwie an die Gitarre an. Ne? Jetzt habe ich wieder mehr Höhen, weniger Grundton und schon spiele ich ganz andere Sachen oder spiele auch vom Attack her anders. Das ist ganz witzig. Ja? Und so sucht man natürlich auch Gitarren aus, ne? Dass man einfach schaut, ist vielleicht eine Rosewood-Tele das Richtige für mich, ist vielleicht eine Maple-Tele das Richtige für mich, ist vielleicht eine Maple-Strat das Richtige für mich oder ist eine Rosewood Strat das Richtige für mich. Ja. Und genau darum geht es auch. Ich habe ein paar Modelle der Vintera 2 Serie noch nicht ins Videostudio holen können. Die werde ich auf jeden Fall nachliefern. Zum Beispiel auch die Jaguar, die Jazzmaster, natürlich die Deluxe Tele und auch die 70s Strat. Ne. Ganz, ganz wichtige Modelle. Marco wird auf jeden Fall auch ein Bass-Video nachliefern und natürlich ist die gesamte Vintera Serie unter dem Video verlinkt. Ja. Also das ist hier mein offizielles Lounge-Video und wir feiern natürlich bei Session immer, wenn es neue Fender-Sachen gibt, vor allen Dingen auch ich. Ich habe mich wirklich auf das Video gefreut, vor allen Dingen umso mehr, als ich dann beim Einstellen und bei der Vorbereitung gehört habe, wie geil die Gitarren klingen. Ja, das ist natürlich erstmal für mich das Allerwichtigste und das ist gar nicht so selbstverständlich bei unteren Serien, aber ihr habt es ja schon bei der Sonic gehört, dass sogar für kleinstes Geld bei Fender immer irgendwie dieser Fender-Ton drinsteckt. Oder vielleicht spiele ich auch immer so Fender-mäßig, dass es dann so klingt. Ja. Schreibt mal unter das Video, ob man eine Nicht-Fender-Gitarre so spielen kann, dass sie wie eine Fender-Gitarre klingt. Oder ob ich mich vielleicht auch mal anstrengen kann, eine Fender-Gitarre so zu spielen, dass sie nicht nach Fender-Gitarre klingt. Wie auch immer. Ja. Macht immer Spaß. Schreibt eure Kommentare, abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht schon habt. Wir sind natürlich bei Instagram, bei Facebook unterwegs. Das ist unser Werbeteil. Die Videos sind für euch und das ist echt witzig. Ich setze mich hier hin und mache mein JVM an, habe meine vier Kanäle, ein bisschen Hall drauf und zeige euch die Gitarre wirklich so, wie sie klingt. Ja. Ohne Netz. Und ohne doppelten Boden, ohne Playbacks und ohne produzierte Gitarren, einfach so, wie es klingt. Zwei Mikrofone, ich verspreche euch, es wird nichts verändert. Ja, ihr habt es einfach genau so, wie es wäre, wenn ihr selber spielen würdet. Und das gefällt mir an unseren Videos. Ja, einfach dieses Nackte. Einfach Gitarre, Amp, zack, und ihr hört, wie es sein soll. Ja, so soll es sein. Was spiele ich denn nochmal? Ach, die Strat war wirklich der Hammer. Leute. Und das für das Geld.